Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try V Rising. Ich bewege mich hier brav durch die Gegend und räume hier mal so das Lager von Kili der Frostbogenschützin leer, die ich gerade in der letzten Folge plattgehauen habe, was ziemlich lustig ist, ehrlich gesagt. Womit ich auch nicht gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Weil die ist schon ziemlich ätzend. Zumindest im Gruppenkampf war sie es. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich mal fies werden. Weniger fies wäre, wenn ich sie hier irgendwie kille alleine. Aber okay. Man lernt nicht aus. Upsa. Und jetzt räume ich hier halt noch die letzten Kisten leer und so. Und ja, hab hier so ein bisschen meinen Spaß in diesem Lager. Ich könnte natürlich die ganzen Viecher, die hier rumgurken, auch noch bekämpfen. Aber warum den Driss machen, wenn es nicht notwendig ist? Ich bin ein fauler Vampir, das wissen wir ja schon. Und hier hinten gibt es ja auch noch genügend Zeug, ne? Ab und an sind hier dann doch ein paar nette Sachen in den jeweiligen Kisten und Häusern drin. Dafür lohnt sich's dann wieder. So. Und dann ist der Schurke hier mal Geschichte. Auch schön. Und den rauen Faden nehmen wir natürlich gerne mit. Das braucht man nämlich alles, das Zeug. So, mal gucken, ob hier draußen noch welche rumgurken. Ja, hier gurken einige rum. Denen gehen wir dann doch mal wieder aus dem Weg. Zu viele auf einmal sind dann eher unerfreulich. Aber das ist natürlich auch so eine coole Sache. Du kannst bei diesem Spiel hier doch relativ straight einen eigenen Spielstil wählen und durchziehen und das geht. Also ich bin jetzt nicht so der Typ Spieler, der wirklich überall nur draufhaut, permanent nur kämpft und so. Ich entdecke lieber. Und wenn ich die Chance habe, hier irgendwo relativ billig Zeug einzusammeln, ohne dass es wirklich groß weh tut, dann mache ich das. Warum auch nicht? Spart einem sehr viel Stress, scheiße. Und es ist heller Tag. Eieiei, okay. Mein total schöner Erfolg mit Kili ist jetzt natürlich erstmal so ein bisschen unerfreulich. Kommen die jetzt hier noch nach? Kommen die hinterher? Nee. Sie haben mich gehen lassen. Das ist cool. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich nach Hause muss. Und nicht so recht weiß, wie ich das schaffe. Wir sind jetzt hier. Und ich müsste hier außen rum, um da hinzukommen. Okay. Na, das schaffen wir aber irgendwie. Also ich muss ja jetzt nicht hier in dieses Lager wieder reinrennen. Ich könnte hier mal die Straße entlang gehen und hier hinten ein bisschen erkunden, wenn ich eh schon da bin. Warum nicht? Westlicher Farbe in Wald. Ja gut, da war ich ja schon. Wie ihr hier unten sehen könnt, habe ich mir hier auch die nächste Fähigkeit schon reingetan. Die erreicht ihr über die Taste J. Wenn ihr etwas Neues lernt, unter anderem eben diesen Chaoszauber von, diesen Frostzauber von Kili, dann könnt ihr ihn in diese Quickslot-Leisten reinlegen. Also hier die Reisefähigkeit, hier die grundlegenden Fähigkeiten und ein Ultimate. Das Ultimate wird hier dadurch bestimmt, dass ich hier gerade der Wolf bin. Letztendlich liegt es bei euch, worauf ihr Bock habt. Also ich mag zum Beispiel die Magiefähigkeiten sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch für die allermeisten Waffen ab einer bestimmten Qualität eine Zusatzattacke, die ihr benutzen könnt. Und damit eben auch noch ein bisschen mehr Individualität in euren Kampfstil reinbringt. Oh, scheiße. Oh. Au. Das ist jetzt mal uncool hier. Aui. Ich verpiss mich mal hier lieber. Boah. Mann, Mann, Mann. Einmal nicht auf die Sonne geguckt und schon hat man hier echt Stress. Aber gut, ist ja nicht wild. Wir ömmeln hier mal so ein bisschen durch den Wald und gucken, was es hier so gibt. Hier drüben zum Beispiel. Das Ding hier habe ich, glaube ich, auch noch nicht aufgedeckt. Hm. Boah, es ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Unzeit für einen kleinen Rumlauf. Was ist das denn hier? Bärenhöhle. Okay, ich glaube mal, die bringt jetzt nicht so viel. Da ist nämlich auch noch irgendein Bär drin. Also so ein Bossbär.
Den man dann im Laufe der Zeit auch wegen seiner Fähigkeiten besuchen muss. Aber ich wollte ja eigentlich eher mal so hier ein bisschen schauen, was hier noch so ist. Und hier unten. Ich glaube aber, dass das eher ein Baugebiet ist. Dann gucke ich mal hier in Richtung Norden, ob ich da noch irgendwas Nettes finde. Was natürlich witzig ist, ist, dass diese Wölfe, wenn sie einen in Wolfform sehen und man ihnen nicht direkt vor der Nase wegspaziert, dass sie einen relativ in Ruhe lassen. Mal gucken, ob ich hier vorbeikomme. Hallo Wolfies. Oh Gott, ist das wieder meine Scheißgegend. Ah. Puh. Hier ist aber auch noch irgendwas. Der gefürchtete Gipfel. Okay, wenn man nicht. Oh, fuck! Alter! Okay, tagsüber stehen bleiben und die Karte angucken, keine gute Idee. Scheiße. Ich werde hier voll abgebrannt, ey. Oh, oh nein, diese Irren hier. Oh! Nein, nein. Ich bin ein netter Vampir. Ihr müsst mich nicht töten. Oh, das macht die Sonne schon für euch. Oh, fuck. Scheiße. Okay, das ist ein echt ungesundes Gebiet. Mann, oh Mann. Ihr seht schon, selbst wenn man hier so ein bisschen besser ausgerüstet ist und so ein, zwei Sachen schon gemacht hat, dann ist es trotzdem noch gefährlich. Fuck. Oh Mann, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier jetzt gleich mal so weggeschnetzelt werde von der fiesen Sonne. Mann, Mann, Mann. Okay, hier geht's schon ins nächste Gebiet. Da wollen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Denn dafür bin ich ehrlich gesagt noch lange nicht ausgerüstet. Und ja, auf Dauer ist das dann natürlich nicht so gesund. Aber wir können natürlich die Gelegenheit nutzen, hier ein bisschen Kupfererz mitnehmen, denn das brauchen wir auf jeden Fall noch. Wow. Einmal tief durchatmen. Aber coolerweise, dadurch, dass wir Kini besucht und besiegt haben, in dem Zelt, hätte ich echt nicht gedacht, dass das dann tatsächlich simpel geht. Haben wir jetzt auch die Gerberei freigeschaltet, was es uns erlaubt, Leder herzustellen. Jetzt muss ich nur endlich mal mein Schloss erweitern, weil sonst passt dann hinten und vorne nichts rein. Ah. Das ist der Nachteil mit diesen ganzen Werkbänken, die brauchen halt alle Platz. Aber gut, das kriegen wir schon hin. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Gebt mir doch ein bisschen. Oh ja, guck mal hier, Steine. Cool. Hauen wir da noch ein bisschen drauf. Passt schon alles. Kriegen wir hin. Aber nach so viel Aufregung darf jetzt auch mal ein bisschen Ressourcen sammeln sein. Ohne dass man sich stressen muss. Oh Mann. Alter Schwede. Aber macht dann natürlich auch ein bisschen Spaß. Also, das ist so. Ja, gut, Ressourcen sammeln ist jetzt bei keinem Survival-Spiel so mein totaler Favorite, aber. Wenn man dann auch merkt, dass es was bringt und tatsächlich auch ein bisschen vorangeht. Ja, Nacht, das ist schön. Oh, kann ich bald nach Hause. Aber wir nehmen natürlich das ganze Kupfer hier noch mit. Das lasse ich natürlich nicht hier liegen. Nix gibt's. So. Wenn ich hier noch irgendwo Kupfer finde, dann ist es natürlich auch schön. Aber ich glaube, das sieht jetzt hier ein bisschen schlecht aus. Hier ist ein Hirsch. Ach, ich habe noch genug Blut. Muss ich den armen Hirsch gar nicht töten? Aber das hier ist schon ein schönes Gebiet. Hier könnte man auch super bauen. Wenn man halt nicht unbedingt auf einer Empore stehen möchte, aber hier wäre richtig viel Platz für ein mega riesiges Schloss. Wenn man sich nicht an dem Steingolem stört, der da nebendran wohnt. So, aber hier ist nochmal Kupfer, den nehmen wir natürlich mit. Und das Stein hier auch. Weil Stein werden wir brauchen, wenn wir hier so eine kleine Kathedrale bauen möchten. Also so ein gotisches Vampir zu Hause. Ach ja. Immer wieder herrlich. Oh Mann. Also wenn ihr mal irgendwie sehr viel Diablo gespielt habt oder so, fühlt ihr euch hier sicher sehr schnell zu Hause. Ich hab's jedenfalls sehr schnell getan. So, Feuerblüte eingesammelt. Und noch ein bisschen mehr Kupfer. Ja, ich weiß, es ist jetzt halt erstmal hier so draufkloppen, noch mehr kloppen, ganz viel kloppen. Es könnte spannender sein. Aber da müsst ihr durch. Da muss ich ja auch durch. Und ich muss hier noch viel mehr machen. Ich muss durch die Gegend laufen und das Zeug tragen und so. So.
ab in die Wolfsform und dann gucken wir mal, dass wir den ganzen Schiff nach Hause schlüren. Bevor uns wieder Tristan, der Vampirjäger, begegnet oder so. Und den Tag versaut. Glücklicherweise sind die Wölfe ja entspannt. So, mal gucken. Die Abkürzung hier nach unten, die nehmen wir natürlich gerne. Hoppala. Jetzt müsst ihr auch noch entlang gehen. Ja, hier geht's entlang. Und wir sind hier wieder bei Kupfer. Cool. Nehmen wir doch mit. Mein Tipp übrigens, wenn ihr Haustiere habt, versucht, die Haustiere dazu zu bringen, sich nicht so hinzulegen, dass sie eventuell auf eurer Tastatur irgendwelche Funktionstasten erwischen. Denn mein Kater schafft das immer ganz super, sich fett auf meine Tastatur zu knallen und dann rennt mein Vampir blöderweise auch ab und an einfach mal in die Sonne. Also ich bin schon mindestens 2-3 Mal deswegen fast gestorben. Na Kater, ja. Deswegen fällt mir das auch gerade ein, weil er jetzt hier auf meinem Schreibtisch rumcruist und versucht ein bisschen Futter abzukrabbeln. Nein Kater, es ist noch nicht Esszeit. Sag mal, warum hast du schon wieder Hunger? Das gibt's doch nicht. So viel Hunger kann doch kein armer Kater haben. Das glaube ich nicht. So viel Essen passt doch in dich gar nicht rein. Wo war denn jetzt hier die Tür? Hä? Oh. Da sind die Bäume vor meiner Tür wieder gewachsen. Okay, ich glaube, ich muss mal Bäume fällen. Sonst komme ich hier nicht mehr rein. Ich meine, es ist ja schon praktisch, wenn hier das ganze Zeug so vor der Tür wächst. Aber, ja. Wenn man dann den Eingang sucht und nicht findet, dann ist das schon so ein bisschen irritierend. Und der fällt jetzt mitten in mein Gebiet. Mhm, super. Ja, Leute, ist okay. So, aber ich habe hier eine Menge, sehr viele Blubberblasen. Wenn das jetzt... Ah, es hört endlich auf, sich zu beschweren. Das ist schon mal ein Anfang. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier sehr viel Holz. Aber ich muss ja jetzt hier erst noch mal ein bisschen ausbauen. Oh, wei. Okay, ich muss ja auch noch ein bisschen hacken, glaube ich. Ja. Ein bisschen Weg frei machen, sonst haben wir nämlich hier keinen Platz. Und gerade die Schmelze und so, die brauchen halt noch ein bisschen Platz. So. Okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt so reicht. Und ihr müsst auch noch weichen. Es tut mir leid, so viel Platz muss sein. Ah. Zumindest ist mein Charakter dann echt gut trainiert. So läuft jetzt hier. So viel, wie die hier Holz hacken. Andere Leute mussten dafür ins Fitnessstudio für Vampire gehen und echt viel Gold rausschmeißen oder Silber. Aber ich hack hier einfach ein paar Bäume platt und dann ist die Welt auch wieder schön. So, haben wir es jetzt? Ja, Hammer. Okay, das sollte jetzt genügend Platz sein. Da mache ich jetzt aber mal die Hälfte von weg. So, gucken wir mal. Ja, jetzt meckert er wieder von wegen. Das reicht aber nicht. Was haben wir denn hier eingesackt? Verzaubertes Gebräu. Ein Gebräu, das die Zauberkraft um 4 für 1200 Sekunden erhöht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich habe ja überraschenderweise ziemlich viel coolen Stuff gefunden. Ich räume mal eben kurz meine Taschen noch aus. Oh, sehr viel, sehr viel Kupfer und auch sehr viel Leder. Oh, das Leder könnte sogar schon reichen für das Upgrade hier. Mal gucken. Ja! Oh, das reicht tatsächlich. Ich habe hier 12 Leder brauche ich und ich habe 12 gefunden. Oh, das ist nice. Okay, da freue ich mich. Das ist mal sehr erfreulich. So, dann brauchen wir den hier. Und der kommt hier hin. Lehm. Dafür hat man noch keine Kiste. Du darfst hier weg. Wir haben hier sehr viele Rosen gefunden. Okay. Hatte ich noch irgendeine Kiste für Rohmaterial? Ja, ich glaube, ich packe die dann mal hier rein. Lehm. Ich weiß noch gar nicht, was man damit alles macht, aber ich werde es rausfinden. Okay, also jetzt wird hier erstmal angebaut, denn wir haben sehr viel Holz. Wir haben auch sehr viel Blut. Ach nee, Blödsinn, ich brauche zum Anbauen ja Stein. Das war doch Stein, oder? Oder was? Pflanzenfaser. Oh Gott. Okay, jetzt werde ich irgendwie etwas irritiert. Aber glücklicherweise haben wir davon auch noch eine Menge. Ja, kriegen wir hin. Okay.
So, dann bauen wir hier doch mal ein bisschen. Wir haben ja hier auch alles erweitert. Dann bastle ich hier die Tür. Das ist hier dann sozusagen der Bauhof. Warum kann ich hier nichts bauen? Ah, da steht schon wieder so ein blöder Baum im Weg, ey, Junge. Wie viele Bäume gibt's denn hier? Na, wird das was? Yep, das wird was. Okay, ein Baum weniger. Und hier hinten habe ich auch nicht. Ach Gott, oh Gott. Okay, müssen wir hier ein bisschen drumherum bauen. Hier habe ich nur irgendwelche hübschen Säulen in der Ecke. Okay, also den Stein müssen wir auch noch wegkloppen. Reicht das jetzt hoffentlich? Sonst werde ich hier noch irre. So. Ja, okay. Wir haben Platz. Ist das nicht schön? Okay, dann werde ich aber dieses Teil hier auch umziehen. Das Gute ist, wir können einfach Werkstationen von einem Ort zum nächsten bewegen, wenn wir das möchten. Ohne dass es ein Riesenproblem ist. Und ohne dass man Sachen tausendmal hin und her bewegen muss. Das finde ich richtig geil. Eine der geilsten Sachen überhaupt an diesem Spiel, was das alles angeht. So. Schmelzofen. Wir bräuchten sehr viel Steine und wir bräuchten Kupfererz. Das haben wir natürlich auch noch. Lagerung. Okay. Jetzt müssen wir hier erstmal. Okay, wir haben jetzt hier die ganzen Sachen freigeschaltet, glaube ich. Aber dafür brauchen wir natürlich Zeug, das wir jetzt hier noch nicht haben. Schmelzofen. Also Steine und Kupfererz. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Stein und Kupfererz ich noch habe. So, ihr dürft dann hier zurück rein. Habe ich noch irgendwo einen Schwall Steine? Kupfererz habe ich auf jeden Fall genug, das weiß ich. Ja. So, dann können wir nämlich hier gleich auch noch so einen schicken, fetten Haufen Schmelzzeugs hinbasteln. Ja, das ist gut. Der kann dann hier in die Ecke. Und darf hier schmelzen, bis der Boden glüht. Denn Kupferbarren brauchen wir viele. Und ich werde die einfach alle erstmal verarbeiten. Puh, das ist doch mal nett. Okay. Da sind wir jetzt schon wieder ein gutes Stück voran. Denn Kupfererz, Schrägstrich, den Schmelzofen, den brauchen wir auf jeden Fall. So. Und die Gerberei brauchen wir. Bretter und Tierhäute haben wir auch. Stellen wir dann gleich mal daneben. Nein, das ist das Falsche. So, die Tierhäute nehme ich gleich mal mit. Dann ist das Ding nämlich auch gebaut. Und ich muss mich darum nicht mehr groß kümmern, weil es jetzt erstmal einfach verarbeitet. So, hier ist die. Okay, wo muss die denn hin? So rum. So. Ihr dürft jetzt hier heute wursteln bis zum Umfallen. Auch nice. So, was gibt das hier? Makelloses Leder. Mit makelloser Haut und Fischöl. Igitt. Und ich könnte hier eine leere Feldflasche basteln, wenn ich 4 Leder und 20 Pflanzenfaser habe. Okay. Ja, da lernt man auch nicht aus hier. So, Sägewerk. Wir haben hier noch sehr, 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 sehr viel Holz, das gern verarbeitet werden möchte. Kriegen wir hin. Ihr seht schon, es geht voran. Jetzt muss ich natürlich noch eine Mühle bauen. Dafür brauche ich 4 Kupferbarren und Schleifsteine. Und die Mühle ist dafür da, dass ich mir Ziegel und Staub basteln kann. Und die Ziegel brauche ich dann finally, um hier dann endlich Steinwände zu bauen. Also ihr seht schon, ist alles wichtig.
So, wo stelle ich das denn am besten hin? Hier? Toll, ich habe es natürlich angelassen, ich hält. Egal, wir haben genug Knochen dabei. Ist jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Das ist ein Verbrauch, den wir nicht gebraucht hätten. Das hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Dumm gelaufen. So, dann packe ich die mal hier wieder rein. Oh, jetzt brauchen wir es. Und ich habe sie jetzt deswegen verstellt, damit ich hier noch ein Areal habe, das abgedeckt ist, falls ich hier an meine Arbeitsplatz-Sachen ran muss. Das sollte jetzt hier gerade so funktionieren, also das hier so halbwegs noch mit abdecken. So, werte das Schlossherz auf. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch darauf warten, dass ich 12 Kupferbarren habe. Und dann kann ich hier das Leder rausziehen. Wo habe ich das hier denn? Hier ist es. Blödsinn. Das wollte ich jetzt natürlich nicht haben. Und dann habe ich dieses Ding auch bald finito. Das ist doch schön. 6 Stück. Wisst ihr was? Um das nicht bis in die Unendlichkeit laufen zu lassen, gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschö. (lacht)